SIA Hauptstadtstudio Interview. Ja, herzlich willkommen, SIA Hauptstadtstudio Interview. Bei mir der FDP-Fraktionschef und FDP-Parteivorsitzende Christian Lindner. Herzlich willkommen beim SIA TDI, Tag der Immobilienwirtschaft 2021. Herr Lindner, es läuft gut für die FDP in den Umfragen. Auch Herr Laschet sieht immer wieder mehr Gemeinsamkeiten mit den Liberalen als mit den Grünen. Was würden Sie denn in Sachen Wohnungsbau in einer möglichen schwarz-gelben Koalition machen? Wir wollen dafür sorgen, dass die privaten Investitionen in Deutschland wieder attraktiv sind. Dafür brauchen wir einerseits schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, weniger Bürokratie. Wir brauchen Rechtssicherheit, Stichwort Verunsicherung, etwa durch Enteignungsdiskussionen oder den Mietendeckel. Und ich schlage vor, dass wir bei den Abschreibungen den Turbo einschalten, um zu mehr Investitionen in zusätzlichen Wohnraum zu kommen. Jetzt sehen wir bei der Bevölkerung aber so ein bisschen die Forderung nach Mietendeckel, nach Regulierung durchaus, überraschenderweise. Wie bekommen wir denn die Bevölkerung zu wieder mehr Mut zu Selbstständigkeit? Indem wir die Probleme lösen. Es ist ja unverkennbar, dass wir in den Metropolen stark steigende Mieten haben. Die Kosten für das Wohnen sind schneller gestiegen als die Einkommen in den letzten Jahren. Jetzt muss man nur an der richtigen Stelle ansetzen. Es hilft nicht, an Symptomen zu kurieren, rumzudoktern, sondern wir müssen die tatsächlichen Ursachen angehen. Die Ursachen sind, es fehlen Flächen. Wir haben immer noch nicht die Digitalisierung im Baubereich, die ja ihrerseits zu einer Beschleunigung führen würde. Wir haben noch kein Kataster etwa von Freiflächen, von unausgebauten Dachgeschossen. Wir haben also bislang die Situation, dass wir nicht schnell genug bauen können, weshalb manche Mitbewerber auf die Idee kommen zu klauen, wenn ich mal polemisch die Enteignungsdiskussion oder Vergesellschaftungsdiskussion so bezeichnen darf. Unser Motto hier ist heute wirgebenlebenraum.de. Was fällt Ihnen dazu ein? Die Immobilienwirtschaft ist eine ganz spezielle Branche, denn sie hat nicht nur viele hunderttausend Beschäftigte, hohe Umsätze, einen wichtigen Wertschöpfungsbeitrag. Wir alle leben ja und wohnen ja. Das ist für unsere Lebensqualität und unsere Zufriedenheit von einer enorm großen Bedeutung. Und deshalb ist es eine Schlüsselbranche, bei der wir hier sind, und zwar nicht nur in ökonomischer Hinsicht, sondern auch hinsichtlich unseres gesellschaftlichen Klimas, der Zufriedenheit der Menschen. Vielen Dank, Christian Lindner, beim SIA Hauptstadtstudio Interview, heute beim Tag der Immobilienwirtschaft 2021. Vielen Dank.